Wo steckt denn deine Mutter? Schon wieder bei Graf Silberlocke? Leider nicht. Sie ist oben im Atelier. Und ihr Lover? Der hängt in der Warteschleife. Denkst du, zwischen den beiden ist alles Paletti? Ist es auch. Sie will es nur noch nicht so ganz zugeben. Aber heute Abend ist sie fällig, das garantiere ich dir. Wieso? Ja, sie hat ein Date mit Christoph und er hat eine super Überraschung. Was denn für eine Überraschung? Erzähle ich dir später. Und was ist, wenn sie wieder nicht drauf abfährt? Ach, diesmal fährt sie drauf ab. So verknallt, wie die ist. Die hat ja nicht mal was von den Schüttplätzchen mitbekommen. Dabei hat die ganze Bude nach Dope gestunken. Also ich rieche Dope immer, auch wenn ich noch so verknallt bin. Na, nur mein blöder Bruder hat's geschnallt und ein riesen Theater gemacht. Und? Na, er hat versprochen, nichts zu verraten. Dafür musste ich ihm versprechen, die Plätzchen wegzuwerfen. Was? Du hast das ganze Dope einfach weggeschmissen? Ich bin noch nicht gaga. Die Plätzchen sind gut versteckt und warten auf die nächste Party. Und wann steigt die nächste Party? Erst muss ich Gero mal beruhigen. Aber dann ran an die Kekse und rein in die Party. So, nur noch ein paar Meter. Aber nicht Kopf. Kathi, ich komme so albern vor. Ja, nicht schummeln. Lange mache ich das nicht mehr mit. Wir haben es ja gleich geschafft. So, und stopp. Und jetzt? Jetzt kannst du die Hände runternehmen. Was ist denn das? Kathi, was soll denn das? Frag mich doch. Christoph, hab ich's doch gewusst. Gefällt dir der Wagen? Der ist traumhaft. Mhm. Der sieht aus wie der, mit dem Audrey Hepburn in Sabrina gefahren ist. Mhm. Du hast ihn doch nicht etwa für mich gekauft? Nein, leider nur geliehen. Sehr vernünftig. Ja, was hast du denn damit vor? Na was schon? Dich entführen. Wohin? Ins Kino. Wir gehen heute in einen Film Klassiker. Und zwar mit deiner Lieblingsschauspielerin. Audrey Hepburn? Ja. Was für ein Zufall, ne? Ja. Moon River. Ja. Mein Lieblingssong. Zufrieden? Christoph. Aber das ist noch nicht alles. Können wir? Ja. Gut. Bringt mich um, wenn sie das mitkriegt. Ich denke, die ist die ganze Nacht mit dem geilen Grafen auf Tour. Jetzt macht er gerade ihren BH auf. Pass auf, was du sagst. Du redest immerhin von meiner Mutter. Also was ist nun? Hast du eine sturmfreie Bude oder nicht? Ja, eigentlich schon. Alles klar, Leute, die Party steigt. Cool. Wow. Und was machen wir, wenn Gero aufkreuzt? Na, was wir immer machen. Wir quatschen ihn blöd an und dann zischt er ab. Komm schon, Kathi. Wir sind nur ein paar Freunde, die dich spontan besuchen. Das ist doch nicht verboten, oder? Um die Zeit. Ich habe ein paar geile Videos mitgebracht. Absolut turbogeile Spitzenfilme. Hellraiser, Zombie 2, Freddy's New Nightmare. Was ist denn das für ein Schrott? Du hast ja keine Ahnung. Das sind echte Psycho-Thriller. Der neue Freddy Krüger ist total abgefahren. Are you ready for Freddy? Korrekt! Yeah. Siehst du? Ich mag aber keine Horrorfilme. Du brauchst nur eine richtige Dröhnung. Wir ziehen uns ein paar Shitkekse rein und gucken uns die Videos an, okay? Na, ich weiß nicht. Komm schon, Kathi. Zugekifft macht ein Video am Doppelspaß. Genau, das haut voll rein. Wird ein irrer Trip. Ach, Kathi. Also gut. Überredet. Ich hol die Cookies. Yeah! Was mit der Glotze ist dir zum Arsch? Quatsch, du musst ein Video einlegen. Haben wir noch eins? Klar. Ups. Mach schon! Ja. Kettensägenmassaker hatten wir schon. Was? Kann mich gar nicht erinnern. Hast doch gepennt. Ey, du spinnst ja. Klar hast du gepennt. Ups. Moment mal, ich hab nicht gepennt. Frag doch Jackie. Jackie! Kettensägenmassaker. Hab ich da gepennt? Jackie!
Jetzt pennt die auch. Hey, hast ja gar nicht gefragt, ob du abratzen darfst. Was für eine Vollmeise, lass sie doch. Ist doch süß, die Kleine, wie ein Baby. Jackie, was ist los? Jackie, wenn du hier eine Show abziehst. Jackie! Aufwachen! Aufwachen! Was ist denn hier los? Gero, Jackie ist vorhin einfach umgekippt. Mach mal Platz. Jackie? Kannst du mich hören? Gero, mach doch was, bitte! Hol kaltes Wasser und zwei Lappen. Jackie, hörst du mich? Wenn du nichts sagen kannst, dann nick einfach mit dem Kopf. Was habt ihr denn? Frag nicht so blöd. Hol lieber ein paar Kissen. Jackie, hab keine Angst. Ich leg jetzt einfach deine Beine hoch. Okay. Schau mal nach, wo Kathi bleibt. Na los! Mach die Balkontür auf, wir brauchen frische Luft. Wird auch Zeit. Gib her. Okay. So. Ja. Jetzt wird's gleich besser. Hab keine Angst. Es ist alles in Ordnung. Wo bin ich? Du bist bei uns zu Hause. Hab keine Angst. Es ist gleich vorbei. Was ist denn passiert? Das war ein kleiner Kreislaufkollaps. Ich verstehe so schlimm. Das nicht. Ach, psst, komm. Red jetzt nicht. Atme nur ruhig durch. Gleich geht's dir besser. Jackie, Gott sei Dank, du hast mir solche Angst gemacht. Und ihr verschwindet jetzt. Die Party ist zu Ende. Was, Leute? Geht's wieder? Du hast doch versprochen, die Kekse wegzuwerfen. Das wird dir noch leid tun. Gero von Sterneck? Ich bin's, Gero. Barbara, wo bist du denn? Wir haben uns schon gewundert, wo du die ganze Nacht gewesen bist. Auf Friedenau. Ich werde hier bestens versorgt. Davon bin ich überzeugt. Und ihr? Alles in Ordnung? Naja. Was heißt naja? Hat Kathi wieder was angestellt? Nun red schon. Nein, es ist alles okay. Ich freue mich, dass es dir so gut geht. Sehen wir uns später noch? Ja, natürlich. Ich kann nur noch nicht sagen, wann genau. Ja, dann grüß Christoph mal von mir. Ciao, Gero. Ciao. Komm, Jackie, wir machen Frühstück. Du brauchst bestimmt eine Stärkung. Okay. Mutter kriegt nichts mit. Ach, bestimmt nicht. So wie du sie vorhin am Telefon zugesülzt hast. Mütter einwickeln ist meine Spezialität. Seid ihr endlich soweit? Ja. Und danke nochmal, dass du uns geholfen hast. Ach, schon gut. Ciao, Kathi. Ciao. Und pass auf, dass du durch die Tür kommst. Na, mit deinem Schädel. Ach so. Was denn noch? Ich muss lernen. Ach ja? Ich hab schon was dazugelernt. Ein neues Rezept für Haschischkekse? Nee. Dass man sich manchen Menschen total täuschen kann. Ich dachte immer, du bist eine miese Petze. Danke übrigens, dass du bei Barbara dicht gehalten hast. Das habe ich nicht dir, sondern Barbara zuliebe getan. Wieso das denn? Ihr ging's heute Morgen so gut. Da wollte ich sie nicht mit deinen Haschischorgien gleich wieder runterziehen. Ich glaube, ich habe schon wieder was gelernt. Und ich möchte auch noch was dazulernen.